Eins wundert mich immer bei Zombies. Oh. Was passiert, wenn sie kein Menschenfleisch zu essen kriegen? Sie können nicht verhungern, sie sind doch schon tot. Du darfst darauf antworten, ich habe ihm gestern eine Stunde lang erklärt, wie sich Vampire rasieren, obwohl sie sich im Spiegel nicht sehen können. Gepflegte Vampire treffen sich paarweise und rasieren sich gegenseitig. Frage geklärt. Ja, und was ist mit den Zombies? Also, das kommt darauf an, welche Zombies, Raj. Reden wir von langsamen Zombies oder schnellen Zombies? Denn in 28 Tagen sind die Zombies verhungert, wenn sie nichts zu fressen hatten. Du meinst 28 Tage später, denn in 28 Tagen geht Sandra Bullock zur Entziehungskur und verwandelt die Zuschauer in Untote. Hey, kein Rumnögeln an Sandra Bullock. Du denkst, es war geistreich, das war aber nur blöd. Dr. Siebert auf 12 Uhr. Warum mischt sich der Universitätspräsident und das gemeine Volk in der Cafeteria? Vielleicht eifert er Shakespeares Heinrich V. nach, der sich als einfacher Bürger verkleidet und das Volk wagte, um herauszufinden, was seine Untertanen über ihn denken. Wenn er allerdings die 1300 E-Mails gelesen hätte, die ich ihm zum Thema seiner Amtsantrittsrede geschickt habe, hätte er sich die Mühe sparen können. Oder er kommt, weil es heute Schnitzel gibt. Deswegen bin ich hier. Hey, da sind ja meine Lieblingsgenies. Wie geht's uns heute? Das kommt darauf an, wie lange Sie noch meine Schulter begrapschen wollen. Entschuldigung, Dr. Cooper, Sie haben ja eine Berührungsphobie. Es ist keine Berührungsphobie, es ist eine Keimphobie. Wenn Sie sich Latexhandschuhe überstreifen, können Sie mich gern da untersuchen, wo keine Sonne hinkommt. Ja. Verehrte Kollegen, hätten Sie Lust auf eine kleine Party am Samstagabend? Frei Getränke, gutes Essen, es werden noch hübsche Mädchen da sein. Ja, sehr gerne. Nicht so schnell. Nur weil euch der nette Mann Süßigkeiten schenkt, müsst ihr nicht gleich in seinen fensterlosen Lieferwagen einsteigen. Was ist der Anlass? Nur eine kleine Spendensammlung für die Universität. Aha, die tränengetränkte Luftmatratze hinten im Lieferwagen. Ich verstehe Ihre Zurückhaltung, Dr. Cooper, und ich fühle mit Ihnen, aber die harte Realität sieht nun mal so aus, dass wir hin und wieder ein paar Hände schütteln und in ein paar Hintern kriechen müssen, um unsere Forschung zu finanzieren. Das interessiert mich nicht. Es ist demütigend und ich weigere mich, vorgeführt zu werden wie ein preisgekrönter Mastochse auf einem texanischen Volksfest. Was übrigens eine Veranstaltung ist, die man lieber nicht in einer Star Trek-Uniform besuchen sollte. Na schön, dann werde ich es mal so ausdrücken. Sie werden einen Anzug anziehen, Sie kommen dann zu der Party und erklären dort Ihre Forschung einem Haufen reicher Senioren. Oder ich schwöre bei Gott, ich blende Sie mit einem glühenden Löffel, so wie diesen kleinen Jungen in Slumdog Millionär. Oh, das würde dir nicht gefallen. Also Samstagabend, das wird der Wahnsinn. Finden Sie sich damit ab. Oh Mann, Schnitzel und eine Partyeinladung, was für ein schöner Tag. Das war's. Und so ist das wirklich richtig? Ja, das Ende stopfst du dir in die Hose und das sieht prima aus. Okay, dann kriechen wir mal in ein paar reiche, runzlige Torres. Oh, Howard, Bernadette lässt dich mit einem Rollkragen zu so einer wichtigen Veranstaltung gehen. Entschuldige, meine Freundin sucht mir doch nicht meine Sachen aus. Meine Mutter macht das. Oh, wir müssen los. Was ist mit Sheldon? Sheldon wird nicht dorthin gehen. Ach nein? Und was sagen wir Siebert? Sag ihm, Dr. Cooper würde seine Zeit am besten nutzen, indem er seine raren und kostbaren geistigen Fähigkeiten dazu verwendet, der Natur die Maske zu entreißen und in das Antlitz Gottes zu schauen. Sheldon, heute ist Samstag, da machst du deine Wäsche. Sag ihm das nicht, sag ihm das mit der Maske. Hey, pack den Schlips wieder in die Hose. Danke. Ziemlich nett hier. Erinnert mich an das Haus meiner Eltern in Delhi. Ach ja. Doch, wir sind sehr wohlhabend. Aber wir haben mehr Bedienstete. Mehr als hier? Mehr als wir brauchen können. In Indien machen wir nicht den Fehler, den Armen das Träumen zu erlauben. Ah, da ist mein Rudel Intelligenzbestien. Wo ist Dr. Cooper? Er ist dabei, der Natur die Maske zu entreißen und in das Antlitz Gottes zu schauen. Der Verwaltungsrat hält daran fest, dass er ein brillantes Genie ist. Ich halte ihn schlicht für bekloppt. Kommen Sie mit, ich stelle Ihnen eine unserer wichtigsten Spenderinnen vor. Was die hübschen Mädchen angeht, hat er uns gelenkt. Mrs. Latham, das sind drei unserer außergewöhnlichsten jungen Forscher. Zunächst Dr. Leonard Hofstetter, Dr. Rajesh Kutrapalli und Howard Wolowitz. Oh, was ist passiert, Wolowitz? Nicht genug Ausdauer aufgebracht für einen Doktortitel? Ich bin Ingenieur. Die meisten Ingenieure halten sich nicht mit Doktortiteln auf. Aber ich habe unter anderem das Schwerelosigkeitsentsorgungssystem für die NASA entwickelt. Verstehe. Sie sind ein Weltraumkleppen.
Ich gehe dann mal an die Bar. Erzählen Sie mir was über die zwei. Nehmen Sie ihn zuerst. Dr. Hofstetter repräsentiert unser Experimentalphysikprogramm. Er berichtet sicher gern von seiner faszinierenden Arbeit. Oh, gut. Faszinieren Sie mich. Sie sind so süß, wenn Sie sich fast nass machen, nicht wahr? Ich mache es Ihnen etwas leichter. Wenn Sie morgens ins Labor kommen, welche Maschine schalten Sie dann zuerst ein? Kaffeemaschine? Ah, schön, Dr. Kurt. Oder wie das heißt, Sie sind dran. Es heißt Uttrapali und ich muss pinkeln. Und so, anstatt mich dem Druck zu beugen und zu dieser sinnlosen Abendveranstaltung zu gehen, bin ich hier geblieben und habe Wäsche gewaschen. Also normalerweise respektiere ich deine macho-rebellische Haltung gegenüber deinem Boss. Aber ich fürchte, heute machst du einen törichten Fehler. Unwahrscheinlich. Aber sprich nur weiter. Bedenke aber, dass deine kritische Haltung uns den gemeinsamen Samstagabend verdirbt und ich nicht einen Moment zögere, dein Fenster zu minimieren. Sheldon, ob es dir gefällt oder nicht, solange du es nicht schaffst, deinen Verstand in einen selbstversorgenden Orbitalsatelliten mit Breitbandinternet und Tarnvorrichtung hochzuladen, bist du abhängig von anderen Mitgliedern der Menschheit. Das war's, du wirst minimiert. Ich bin noch nicht fertig. Alle Wissenschaftler müssen Gelder beschaffen. Wie denkst du, finanziere ich mein Labor? Ich war in Saudi-Arabien bei einem Prinzen, der sich für Neurobiologie interessiert. Dein Labor wird von einem arabischen Amateur finanziert? Genauer gesagt ist Faisal mein Verlobter. Aber ich habe ein modernes Zwei-Photon-Mikroskop und eine Villa in Riad für den Winter. Tja, das erklärt die mysteriösen Fotos von Kamelrennen auf deiner Facebook-Seite. Und vergiss eins nicht, wenn du dich nicht für den Physikfachbereich einsetzt, fällt diese Aufgabe Typen wie Lennart und Rajesh zu. Willst du mir Angst machen? Denn das gelingt dir gerade. Dann mach dich auf den blanken Horror gefasst. Wenn deine Freundin nicht überzeugen, fallen die Gelder vielleicht an den, sagen wir, Geologiefachbereich? Oh nein, doch nicht an diese Dreckwühler. Oder schlimmer, sie könnten auch an die freien Künste gehen. Nein. Millionen von Dollar, ausgeschüttet an Poeten, Literaturwissenschaftler und vergleichende Religionswissenschaftler. Oh, diese Geisteswissenschaften. Das Positive ist, dass Präsident Siebert uns nicht noch einmal zwingen wird, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Es war viel leichter bei meiner Bar Mitzvah. Da kommen die alten Leutchen auf dich zu, kneifen dir die Wange und überreichen dir einen Sparbrief. Oh, seid mal nicht so missgelaunt, Leute. Seht ihr, wie groß diese Krabbe ist? Ab welcher Größe nennt man sowas Hummer? Sie ist ein Ratsch. Wir haben heute Abend total versagt. Oh, Sie haben sich gar nicht so schlecht geschlagen. Mrs. Latham, die erste Maschine, die ich frühmorgens einschalte, ist der Helium-Neon-Laser, weil er warm laufen muss. Das interessiert mich nicht mehr, Jungchen. Aber nur keine Sorge, es hat mir Spaß gemacht, Sie heute kennenzulernen. Tatsächlich? Das fanden Sie gut? Ich habe nämlich mein T-Shirt durchgeschwitzt. Ausgezeichnet, denn ich tue nichts lieber, als intelligente Menschen in Verlegenheit zu bringen. Wieso? Och, na ja, solche Späßchen leistet man sich eben, wenn man stinkreich ist. Passen Sie auf. Hey! Wer sagt, dass Sie das essen dürfen? Sehen Sie? Spaßig! Nein, nein, nein. Ich bin nur wegen Ihres Geldes hier. Ich will niemandes keimstrotzende Hände schütteln. Erklären Sie dem das, Schiebert. Ich muss gestehen, ich verstehe Sie nicht, Präsident Siebert. Erst sagen Sie, ich soll unbedingt zu Ihrer Benefizveranstaltung kommen, aber jetzt sagen Sie, ich soll nie wieder in die Nähe einer Ihrer Veranstaltungen kommen? Verzeihen Sie mir, aber das erscheint mir sehr widersprüchlich. Da, schon wieder. Wenn man mit mir einfach nicht reden kann, wieso rufen Sie dann an? Bitte entschuldigen Sie einen Anruf auf der anderen Leitung. Versuchen Sie doch, Ihre Gedanken zu ordnen und rufen Sie später wieder an. Cooper Hofstetter am Apparat. Cooper. Oh, guten Morgen, Mrs. Latham. Ja, natürlich erinnere ich mich an Sie. Eine Frau jenseits der besten Jahre, die ihr soziales Ansehen steigern will und das unrechtmäßig erworbene Vermögen ihres verstorbenen Gatten als Almosen verteilt. Und wie viel Geld bekomme ich? Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Wenn Sie mir kein Geld geben wollen, warum rufen Sie dann an? Sie will mit dir reden. Wer ist jetzt hier verrückt? Hallo, Mrs. Latham. Ja, wir wohnen zusammen.
Nein, ich weiß wirklich nicht, wieso. Heute Abend? Ja, das wäre schön. Okay, ich freue mich drauf. Bis dann. Sie will beim Abendessen mit mir über meine Forschung reden. Ein ganzes Abendessen, um über deine Forschung zu reden? Wo, im Drive-In eines Schnellrestaurants? Also, wo wir auch hingehen, sie schickt einen Wagen, der mich abholt. Okay, ich weiß, was da abgeht. Was? Mein Ansehen hat sie ein bisschen eingeschüchtert und jetzt benutzt sie dich, um an mich heranzukommen. Ganz schön ausgekocht. Entschuldige mal, du bist nicht der einzige angesehene Wissenschaftler, der in dieser Wohnung lebt. Ich wurde in führenden Fachzeitschriften veröffentlicht und habe die Auszeichnung Dissertation des Jahres auf dem Gebiet der Teilchenphysik erhalten. Nein, das kann es nicht sein. Und da du es offenbar vergessen hast, wir wohnen aus dem Grund zusammen, weil wir beste Freunde sind. Ist kein Ding, mein Alter. Das Essen war fabelhaft. Freut mich, dass es Ihnen geschmeckt hat. So gut esse ich immer nur dann, wenn meine Mom in der Stadt ist und mit mir essen geht. Ach, tatsächlich? Ja, sie erinnern mich ein bisschen an sie. Sie bringt auch immer gern Leute in Verlegenheit. Sie erinnern mich an einen Jungen, mit dem ich auf dem College liiert war. Ach, tatsächlich? Ein süßer Bursche, sehr gebildet. Er hatte leider keinen Penny. Ja, also hey, apropos Geld. Was halten Sie davon, dem Physikfachbereich mit einer kryotechnischen Zentrifugalpumpe mit Molekularsieb zu helfen? Also ich muss sagen, Sie verfechten Ihre Argumente sehr überzeugend. Oh, gut, gut. Und ich denke ernsthaft daran, den nächsten Schritt in Angriff zu nehmen. Hervorragend, das ist großartig. Was wäre der nächste Schritt? Und jetzt erinnern Sie mich nicht mehr an meine Mom. Eine Frage. Heißt das, irgendwann greifen die Zombies die Entzugsklinik an, in der sich Sandra Bullock befindet? Ja, Sheldon, beobachte weiter. Wie schade, sie nimmt so viel Mühe auf sich, um trocken zu werden, nur um lebendig zerrissen und gefressen zu werden. Hey, wie war das Essen? Toll, ich brauche einen Drink. Haben wir Alkoholisches da? Nein, aber Kartoffeln, ich könnte dir Wodka machen. Das dauert 2 Wochen. Lennart, ist alles klar? Ich bin mir nicht sicher. Was war denn los? Naja, Mrs. Latham hat gesagt, sie denkt ernsthaft daran, uns Geld für eine kryotechnische Zentrifugalpumpe zu spenden. Oh, ja! Wow. Dann hat sie mir ihre Zunge in den Hals gesteckt. Wieso das? Also, wir können dir nicht dauernd alles erklären. Lies das Buch, das wir dir geschenkt haben. Sie hat mich angebaggert. Warte. Heißt das, die alte Schachtel wollte tatsächlich Sex mit dir als Gegenleistung für 1 Million Spende an deinen Fachbereich? Es sieht so aus. Du glücklicher Schweinehund. Du hast wirklich einen ziemlichen Dachschaden, was? Irgendwie habe ich es geschafft, mich da rauszuwinden, bevor was passiert ist. Aber sie will mich morgen Abend wiedersehen. Ausgezeichnet. Was hast du vor anzuziehen? Was? Penny, du bist Expertin für den Tausch sexueller Gefälligkeiten gegen materiellen Gewinn. Unterweise ihn. Was? Nein, nicht so schnell. Ich schlafe auf keinen Fall mit ihr. Aber wir brauchen doch eine kryotechnische Zentrifugalpumpe. Vergiss es, das wird nicht passieren. Also ich bitte dich, Lennart. Das ist vielleicht deine einzige Chance, einen wertvollen Beitrag zur Wissenschaft zu leisten. Ich wiederhole, das wird nicht passieren. Was war das gerade mit sexuellen Gefälligkeiten gegen materiellen Gewinn? Das war ein Kompliment, ja. Mein Credo ist Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, gern. Ich sag ihm Bescheid. Lennart, Mrs. Lathams Wagen ist vorgefahren. Ich bin bald zurück. Ich mache einen letzten Versuch, sie zu überreden und dann sage ich ihr gute Nacht. Moment, ich hab noch was für dich. Was ist das? Nur ein paar Sachen, die du vielleicht heute brauchst. Babyöl, Kondome und ein gewisses Extra, das ich aus dem Institut für Pharmakologie habe. Sie sagen, es verhält sich zu Viagra, wie Viagra zu einem grünen M&M. Ich lasse mich auf keinen Sex mit ihr ein. Ja, aber vielleicht überwindest du hiermit deine Zurückhaltung. Ich habe im Internet eine Fotografie gefunden von der 25-jährigen Mrs. Latham, das deine Libido anfachen wird.
Sieh dir diese Reitstiefel an. Hast du einen an der Waffel? Ich werde mich nicht prostituieren, nur damit wir ein neues Equipment bekommen. Ach komm schon, wieso nicht? Ja. Gute Nacht, Sheldon. Angesichts der vielen Zeit, die du mit sinnloser Selbstbefleckung verbringst, könntest du wenigstens dieses eine Mal in Betracht ziehen, deine Genitalien dafür einzusetzen, tatsächlich etwas zu erreichen. Wer will die Alte noch immer nicht nageln, hä? Nein, aber danke der Nachfrage. Hey, hi. Hallo, Leonard. Ich hoffe, Sie haben Hunger. Ich habe sogar großen Hunger. Auf Essen, oder? Oh, ich habe Sie gestern Abend in eine unangenehme Lage gebracht. Das tut mir sehr leid. Nein, das ist schon gut. Nein, das ist es gewiss nicht. Leonard, ich spende das Geld Ihrem Fachbereich, egal was sich zwischen uns abspielen sollte. Wirklich? Natürlich, es gibt hier kein Quid pro Quo. Sie und Ihre Kollegen leisten eine bemerkenswerte Forschung und verdienen die Spende. Oh. Und was war das dann gestern Abend? Es war ein Versuch. Verklagen Sie mich. Oh. Sie sind ein sehr hübscher Mann, Leonard. Danke. Es war töricht zu glauben, jemand Ihres Alters hätte tatsächlich ein Interesse an mir. Oh, sagen Sie das nicht. Sie sind eine sehr attraktive Frau. Oh, bitte. Doch, das ist wahr. Das ist sehr lieb. Nur, dass Sie es wissen. Eine Nacht mit mir würden Sie für den Rest Ihres Lebens nicht vergessen. Da bin ich mir sicher. Aber wieso eigentlich? Sie sind doch ein intelligenter Bursche. Wie bin ich wohl an einen so reichen Mann gekommen? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Dann tun Sie's mal. Sie meinen... Ja, ich bin so gut. Ach, was soll's. Guten Morgen, Flittchen. Was? Oh, bitte, die peinlichen Anzeichen erkenne ich sofort. Dir fehlt nur etwas verschmierte Mascara und das Täschchen mit dem reingestopften Höschen. Was ist hier los? Gar nichts ist los. Darf ich mal? Kommst du erst jetzt nach Hause? Ja. Das ist ein gutes Zeichen, oder? Mhm. Oh ja. Ich bin ganz stolz auf dich. Du hast dich an sie verkauft wie eine gemeine Straßendirne. Ich habe es nicht für das Geld gemacht. Sie hat dich hängen lassen? Ich glaube, hängen lassen hat sie bei ihm gar nichts. Was? Herr Jelis, das Buch, das wir dir geschenkt haben. Nein, das Geld habe ich vorher erhalten. Clever, die Bezahlung im Voraus. Ja, ich finde, du hast echtes Talent zum Gigolo, Leonard. Ich leg mich hin. Gute Idee, ruh dich aus. Es warten noch viele reiche alte Damen auf dich. Und Daddy braucht einen neuen Linearbeschleuniger. Und ich hatte gedacht, er hätte nichts aus seiner Beziehung mit dir gelernt. Hey! Noch ein Kompliment. Lerne, Komplimente zu erkennen. Ah, da ist er, der Mann der Stunde. Er hat sich für das Team geopfert. Ich hab's nicht wegen dem Geld getan. Sagen Sie sich das immer wieder, das macht es leichter. Ich weiß, wovon ich rede. Cool, Alter, das war klasse. Because